Herr Zündel, es war ein Duell in den unteren Tabellenregionen. Was für ein Spiel haben Sie heute erlebt? Ja, ich habe ein Spiel erlebt, wo ich Kampf war mit mehr Vorteile für den FC Dietlingen, den ich auch zum Sieg gratulieren muss. Wir haben heute einfach nicht an die Leistung angeknüpft, die wir letzte Woche hatten. Und es war, ja, war ein Kampfspiel und hatten heute einfach nicht die Leistung, die wir letzte Woche hatten und die Einstellung vielleicht auch gefehlt hat. Es hat eine ziemliche Weile gedauert, bis Sie zu mehr Chancen gekommen sind. Lange Zeit war eigentlich nur Dietlingen in meinen Augen vor dem Tor aktiv. Wie ist das zu erklären? Ja, ich sage ja, wir haben keine Einstellung gehabt, keinen Zugriff auf die Partie anfangs. Und für mich war es auch enttäuschend, dass wir in einer Halbzeit keinen Torschuss hatten, keinen Abschluss gehabt haben. Das ist ein komplett anderes Spiel gewesen heute. Und das war für mich enttäuschend, müssen wir nachschauen, warum und weshalb. Und wir haben einfach zu wenig gearbeitet, zu wenig Laufarbeit verrichtet und das kommt dann dabei raus. Sie sind erst seit letzter Woche im Amt beim 1. FC Kalmbach. Können Sie da etwas mehr zu den Hintergründen sagen? Nee, da kann ich gar nichts sagen. Ich habe einen Anruf gekriegt und wie gesagt, montags und dann haben wir uns getroffen und darüber gesprochen und habe dann donnerstags zugesagt, freitags trainiert und letzte Woche dann angefangen. Hat das mit der Tabellensituation des ersten FC Kalmbach zu tun? Das kann, weiß ich nicht, da müsste die Verantwortliche fragen. Ich, wie gesagt, habe einen Anruf gegeben, nachdem praktisch der Trainer entlassen worden ist. Und dann bin ich halt da eingesprungen und habe gesagt, okay, ich bin bereit dort und habe das, wie gesagt, letzte Woche angefangen. Das Besondere an diesem Spiel war auch, dass Sie vor 2 Jahren Trainer von Dietlingen waren. Wie war das, hier zurückzukommen mit den Kalmbachern? Ja, okay, ich habe der FC Dietlingen letztes Jahr auch immer wieder angeschaut. Ich bin hier nicht im Unfrieden weg, das war ganz normal. Ja, hier 5 Jahre Trainer und dann, dass man dann sowas auflöst, ist auch klar. Es war schon eine komische Situation, klar. Ich habe hier Freunde und auch die ganzen Spieler kennen mich und so weiter. Aber okay, letztendlich wollte man halt mit dem FC Kalmbach hier 3 Punkte holen. Das ist uns nicht gelungen und geht's weiter. Was meinen Sie, was Sie als nächstes angreifen werden, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen? Ja, wir müssen einfach die Einstellung haben, wie letzte Woche auch. Das ist mal das Erste. Und dann jeder Einzelne muss einfach die Leistung bringen, die ich von ihm erwarte und die er auch bringen kann. Das ist das Erste. Und das Zweite. Und dann muss einfach die Mannschaft die Geschlossenheit wieder da sein und einfach die man zu viel Chance hat, dem Gegner zugelassen und haben dann auch letztendlich 3 Tore verdient kriegt. Das ist ganz klar. Und das muss anders werden wieder. Wir müssen einfach wieder bissiger in die Zweikämpfe gehen und einfach aus den Zweikämpfen wieder als Sieger hervorgehen. Das haben wir heute bei weitem nicht. Der nächste Gegner ist daheim dann Singen. Was meinen Sie, was Sie da für einen Gegner, auf was für einen Gegner Sie dann treffen werden? Singen ist halt eine stabilsteige Mannschaft schon immer gehabt. Und ich sage nochmal, wir müssen halt einfach da mehr machen, mehr tun. Und das ist entscheidend. Der, wo was tut und die Zweikämpfe gewinnt, der wird auch so ein Spiel gewinnen. Herr Zündel, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen auch viel Erfolg. Vielen Dank. Bitte.